Heute gibt's mal eine Motivationsspritze. Ich nehme dich mal mit und erzähle ein bisschen von meiner Vergangenheit und wie ich mich selber motiviert halte. Komm mit! So, wir haben heute ungefähr ein Drittel der Challenge geschafft und heute wird es, glaube ich, mal Zeit, über Motivation zu reden. Du bist mit Sicherheit voll motiviert gestartet und auch viele Studien zeigen, dass so nach 10, 14 Tagen, dass die Motivation bei den meisten ein gutes Stückchen nach unten bricht. Deswegen nehmen wir uns heute die Zeit, über Motivation zu reden. Und schau mal, es ist wichtig zu verstehen, es gibt zwei Arten von Motivation. Es gibt Push und Pull-Motivation. Bedeutet, diese Push-Motivation, das ist das, was die meisten Leute haben. Das habe ich auch jahrelang probiert und meiner Erfahrung nach, das funktioniert überhaupt gar nicht. Wenn du dich immer zu irgendetwas pushen musst, das heißt, du siehst etwas und du möchtest darauf hinarbeiten, darauf hingehen, das ist echt extrem schwer. Warum ist es extrem schwer? Schau mal, es ist alles verbunden mit Willenskraft. Immer wenn du versuchst, mit Kraft irgendwo hinzugehen, musst du dich dorthin pushen. Und das laugt dich irgendwann auch aus. Und das Problem auch dahinter ist, dass deine Willenskraft irgendwann mal erschöpft ist. Das heißt, du hast nur einen gewissen, einen gewissen Batterielevel an Push-Motivation, an Willenskraft, und wenn die erschöpft ist, am Ende vom Tag meistens machst du dann gar nichts mehr. Das heißt, du kannst deine Willenskraft schon auf der Arbeit aufgebraucht haben und am Ende vom Tag reicht es dir nicht mehr, die Kraft, irgendetwas anzugehen. Und die zweite Art von Motivation ist diese Pull-Motivation. Das heißt, es zieht dich irgendwo hin. Und es ist ganz besonders wichtig, diese Motivation aufzubauen. Und diese Motivation bauen wir nur auf, wenn wir uns immer wieder vor den Augen halten, warum haben wir überhaupt angefangen? Schau mal, wenn du sagst, ey, ich möchte jetzt abnehmen oder ich möchte schmerzfrei werden oder ich möchte lernen, mit Stress oder mit Ängsten oder mit irgendwelchen Motivationen umzugehen und du einfach mal drauf losläufst, es ist alles schön und gut. Es wird aber auf lange Sicht nicht funktionieren, weil du nicht dieses innere Bild hast, wo du sagst, oh ja, da möchte ich hingehen. Und das, was dich dorthin zieht, sind immer Emotionen. Schau mal, auch wenn du ein Auto kaufst, ist es immer das Gefühl von Sportlichkeit, das Gefühl von Freiheit. Oder wenn du dir diesen schönen Körper vorstellst, ein Sixpack, eine schlanke Figur, ist es immer das Gefühl von Weiblichkeit, das Gefühl von Männlichkeit, das Gefühl, attraktiv auf den anderen zu wirken, sexy zu sein, sich sportlich zu fühlen. Und schau mal, das ist wichtig, dich mit diesen Emotionen zu verbinden, weil Emotionen ziehen dich an. Weil schau mal, wenn wir ganz ehrlich sind, unsere Gesellschaft redet viel von diesem Ding hier zwischen unseren Ohren, Logik. Aber die schönsten Dinge, die wir in unserem Leben haben, haben überhaupt gar nichts mit Logik zu tun. Liebe, Erfüllung, Glück hat nichts mit Logik zu tun, ja, sondern das ist eine Kunst. Und das ist wichtig, das immer wieder vor den Augen zu haben, dass es am Ende immer um Emotionen geht. Auch Politiker wollen das Gefühl von Einfluss, das Gefühl von Macht haben und deswegen üben sie diesen Job aus. Und schau mal bitte, was wir heute machen wollen. Verbind dich mit diesen Emotionen, warum du überhaupt angefangen hast. Und es ist nicht so, dass du deine Schmerzen hinter dir lassen wolltest, sondern du wolltest ein gewisses Gefühl damit beherrschen. Das Gefühl, wieder dein Leben in freien Zügen genießen zu können. Vielleicht auch wieder mit deinen Kindern rausgehen zu spielen, ohne daran denken zu müssen, ob du irgendwelche Schmerzen hast. Oder dass du so wenig Schmerzen hast, dass du überhaupt mit deinen Kindern wieder rausgehen kannst. Oder ein Hobby anzufangen, das du schon lange, lange, lange vernachlässigt hast. Oder was schon lange in dieser Schublade liegt und du eigentlich schon wieder machen möchtest. Oder tanzen. Ja, durch deine Schmerzen kannst du nicht tanzen. Und was du dir wünschst, ist einfach wieder tanzen. Und auch hier ist es wieder das Gefühl von Loslassen, das Gefühl von Abwechslung, das Gefühl, und das ist es, was wir brauchen, weil wenn wir das vor den Augen haben, dann zieht es uns dahin. Und ich möchte dir auch so ein bisschen einen Einblick geben, wie ich damals angefangen habe. Ich war damals, lass uns ein bisschen mehr ausholen, ich habe damals als junger Kerle angefangen. Ich war damals so 10, 12 Jahre und habe immer diese schönen Filme angeschaut mit diesen muskulösen Männern und wollte damals das auch werden. Und habe damals die scheinbar schlechtesten Voraussetzungen gehabt, die es eigentlich geben kann.
Ich war relativ dünn, an mir hat nichts haften geblieben, auch wenn ich Sport gemacht habe, hat es überhaupt gar nicht funktioniert. Was aber wichtig war, ich habe mich immer wieder darauf konzentriert, wo möchte ich hin, welche Emotion möchte ich. Ich möchte das Gefühl von Anerkennung, ich möchte auch wahrgenommen werden. Ja? Und diese Motivation, diese am Anfang mit Push, aber was überhaupt gar nicht funktioniert, irgendwann habe ich gesagt, ey, komm, lass uns nach Hause fahren, das geht nicht. Aber immer, wenn ich mich wieder darauf konzentriert habe, mich mit diesen Emotionen verbunden habe, oh, wo möchte ich eigentlich hingehen? Oh, Anerkennung, Wertschätzung, ernst genommen werden. Und dann war wieder diese Pull, wo es mich hingezogen hat. Und dann war es wirklich auch wieder so, dass ich diese Energie, diesen Trieb, diesen Zug gespürt habe, der mich fast ins Fitnessstudio gezogen hat. Und auch wenn es Rückschläge gegeben hat, ich habe immer wieder dran festgehalten, okay, ich will. Und zusammen mit diesen Emotionen war es früher oder später, dass ich zu diesem Punkt gekommen bin, dass ich meinen Körper so, wie ich ihn wollte, gehabt habe. Und das Schöne war aber auch daran, nicht nur, dass ich diesen Körper hatte, sondern dass ich, das ist wichtig zu verstehen, wir gehen auf eine Reise und wollen ein Ziel erreichen. Und eigentlich, was wir erreichen, ist nicht das Ziel, sondern wer wir auf dem Weg zum Ziel werden dürfen. Und schau mal, ich habe mir viele Fähigkeiten aneignen dürfen. Struktur, Ordnung, Struktur in den Tag reinzukriegen, Ordnung in den Tag reinzukriegen, mich auf neue Dinge einzulassen, meine Ernährung umzustellen, einen gesunden Lebensstil aufzubauen. Und das hat mich dahin geführt, dieses Ziel zu erreichen. Und was aber auch interessant war, diese Fähigkeiten, die ich auf diesem Weg aufbauen durfte, die haben mir im Verlauf meines ganzen Lebens immer wieder Ergebnisse gezeigt. Als ich mich selbstständig gemacht habe oder mich selbstständig machen wollte, sah es natürlich dementsprechend auch schlecht aus. Ja, alles hat dagegen gesprochen. Und auch diese Fähigkeiten, die ich damals auf einem anderen Weg aufgebaut habe, haben mir wieder gedient auf dem neuen Weg. Und lass mich nochmal auf ein anderes Thema eingehen. Als ich damals meine Rückenschmerzen relativ früh bekommen habe, ich habe damals viel Sport gemacht, was gut war, dass mich auch dorthin geführt hat, dass ich diesen Körper aufgebaut habe, den ich ja jahrelang wollte. Und trotzdem habe ich diese Rücken- und Nackenschmerzen bekommen. Da habe ich probiert, irgendwann mal weniger Sport zu machen, den Sport umzustellen. Ich habe irgendwie diesen Weg nicht gefunden. Und was auch hier wieder wichtig war, wieder, okay, ich gehe auf den Weg. Ich habe diesen Push am Anfang wieder aufgebaut, aber dann wieder gemerkt, es funktioniert nicht. Und dann wieder in diesen Pull. Okay, wo möchte ich hin? Ich möchte eine aufrechte Körperhaltung. Das habe ich damals nicht gehabt. Ich war immer so leicht nach vorne gebückt. Ich war immer in unserer Familie der steife Knochen, im Gegensatz zu meinem Bruder, der schon mit 12, 13 einen Spagat konnte. Und ich war der steife Knochen. Und auch wieder mich mit diesem neuen Ziel zu verbinden, diese Motivation am Anfang erstmal kurz aufzubringen, mich mit diesen Emotionen zu verbinden und dann aber auch drauf zulaufen und immer wieder auch, wer darf ich überhaupt auf diesem Weg werden? Damals war es auch so, dass ich wieder lernen durfte, gewisse Themen zu finden, die wie so eine Art blinder Fleck sind. Ja. Wie gehe ich überhaupt mit meinem Körper um? Wie viel Schlaf gebe ich meinem Körper? Wie stresse ich meinen Körper? Und das war auch wieder schön zu sehen, mich auf die Reise zu begeben, um dieses Ziel, diese Schmerzfreiheit, diesen aufrechte, gerade Körperhaltung, die auch wieder Selbstbewusstsein ausstrahlt, wieder zu finden und auch wieder, wer durfte ich werden, um dieses Ziel zu erreichen? Und das war auch wieder, ich habe eine Weile gebraucht, ich habe fast 10 Jahre lang mit Rückenschmerzen rumgekämpft und konnte aber auf diesem Weg viel über mich selber lernen. Und es war natürlich nicht so, dass ich meine Rückenschmerzen so von 10 Jahre Schmerzen, zack, runter, sondern das war so ein langsamer Prozess, wo ich immer weniger Schmerzen bekommen habe. Natürlich gab es dann diesen extremen Sprung nach vorne, als ich dann die Faszien getroffen habe, also mich mit Faszien auseinandergesetzt habe. Aber was wichtig war und was ich dir mitgeben möchte, ist wieder, schau mal, du hast ja auch diese Challenge angefangen. Genau wie ich damals angefangen habe, auf die Suche zu gehen, wie ich meine Rückenschmerzen hinter mir lassen konnte. Habe es dann auch lange geschafft, konnte meine Mentoren finden. Aber was auch hier wieder wichtig war, was übersiehst du vielleicht? Und was mir damals geholfen hat, einfach offen zu sein. Okay, wie sieht's aus mit Mindset? Wie sieht's aus mit Nährstoffen? Wie sieht's aus mit Faszien? Weil meine Erfahrung war auch, ich gehe zum Arzt, der guckt dich an und sagt, du hast Verspannung, geh mal zur Massage, gehst du zur Massage und 3 Tage später, tada, die Nackenschmerzen sind wieder da. Und was mir damals auch geholfen hat, wirklich offen zu sein,
Immer wieder diese Motivation aufzubauen, so dieses, okay, wo möchte ich hin, wo möchte ich hin, immer wieder das vor den Augen zu sehen. Und dann aber auch wirklich diese Mentoren zu suchen oder auch damals für mich gefunden zu haben, um dann auch mein Ziel zu erreichen. Und am Ende habe ich das Ziel erreicht, aber was viel cooler war, ich habe auf diesem Weg unfassbar viel über mich gelernt und unfassbar viel dazugelernt. Und wer ich werden durfte auch, dass ich Heilung erfahren durfte, dass ich erfahren durfte, wie es sich anfühlt, wieder mich wohl in meiner Haut zu fühlen, sage ich mal, mit mir in meinem inneren Frieden zu sein. Das ist eigentlich der wahre Schatz, den ich gefunden habe. Nicht diese Körperhaltung, die jeder, der mich kennt und jeder, der mich sieht, oh, du hast so eine schöne, gerade Körperhaltung, du bist total beweglich. Natürlich habe ich darauf hingearbeitet, habe mich immer wieder mit dieser Pull-Motivation verbunden, mit meinen Emotionen verbunden. Aber eigentlich den wahren Schatz, den ich gefunden habe, ist eigentlich diesen inneren Frieden, diese innere Heilung, ja, in meinem Körper zu ruhen und anzukommen. Und was auch wiederum meine Motivation ist, auch wieder meine Pull-Motivation, das mich hinzieht, das anderen Menschen zu geben. Weil wenn ich überlege, wie ich damals angefangen habe, wie wenig ich eigentlich gewusst habe und wie viel Zufriedenheit ich auf diesem Weg aufbauen konnte und wie viel Zufriedenheit ich auf diesem Weg gefunden habe, das ist der wahre Schatz. Und diesen Schatz, das ist meine Motivation. Das zieht mich jeden Tag aus dem Bett raus. Das zieht mich auch hier raus, diese Challenge anzufangen, diese Videos zu schneiden. Und das ist meine Motivation, mein Pull, dass es mich hinzieht, weil ich das anderen Menschen geben möchte. Weil ich diese innere Heilung, diese innere Zufriedenheit, diese innere Erfüllung zurückgeben möchte. Weil ich gesehen habe und erfahren durfte, wie unschätzbar wertvoll das ist. Und wie unschätzbar wertvoll und erfüllend das sein kann. Und schau mal, auch wenn du merkst, dass du motivationslos bist, ist es immer nur die Frage, warum hast du angefangen? Stell dir mal ganz bewusst die Frage, auch jetzt zu dieser Zeit kannst du die Frage stellen, warum hast du überhaupt deinen Laden eröffnet, wenn du selbstständig bist? Warum hast du deine Ausbildung als Erzieherin angefangen? Warum hast du deine Ausbildung vielleicht als Steuerfachangestellte angefangen oder als Automechaniker? Und immer wenn du dich damit verbindest und diese Emotion dahinter wieder findest, und das große Problem ist natürlich, wir sind gerade in unserer Angst gefangen und spüren diese anderen Emotionen nicht mehr, und was dann passiert, wir stecken oft den Kopf in den Sand und machen gar nichts mehr. Und das ist das Schlimmste, was du machen kannst, und deswegen Fokus immer wieder, warum hast du angefangen? Was ist das Ziel dahinter? Welche Emotion, auf welcher Suche bist denn du überhaupt? Und dann, das ist der erste Step. Und der zweite Step ist, niemals aufhören zu suchen. Egal wie aussichtslos es erscheint, bleib immer dran und hör niemals auf zu suchen. Und was ich dir auch mitgeben kann, diesen Fehler habe ich jahrelang gemacht, such dir so schnell wie es geht einen guten Mentor, egal bei was. Weil diese Menschen haben einfach diese Erfahrung mit diesem Problem und kennen den Weg daraus. Ich habe damals auch einen Trainer gefunden, der sich damals mit Rückenschmerzen auseinandergesetzt hat. Und ich bin damals hin, habe meine Rückenschmerzen geschildert, genauso wie ich es zigtausend Ärzten und Masseuren geschildert habe. Und er hat relativ schnell rausgefunden, was das Thema war. Und ich konnte so schnell meine Rückenschmerzen hinter mir lassen, wie ich es mir nie vorgestellt hatte. Und deswegen versuch auch diesen Weg zu verinnerlichen, von einer Seite diese Emotion dran zu bleiben, immer wieder sich mit diesem emotionalen Ziel zu verbinden, aber auch dieses Suchen. Hör niemals auf zu suchen und such dir einen guten Mentor. Such dir einen richtig, richtig guten Mentor, und er zeigt dir Wege, die du vielleicht noch nie gesehen oder kennengelernt hast. So, das war's erstmal für heute. Ich hoffe, dieser emotionale Arschtritt hat dir gut getan. Wir brauchen das manchmal wieder, wachgerüttelt zu werden, uns mit unseren Emotionen zu verbinden, mit unserem Warum zu verbinden. Und was dann passiert, dann kommt wieder dieser Pull, der dich hinzieht zu deinem Ziel, und alles andere wird dich auslaugen, alles andere wird auf Dauer nie gut funktionieren. Und ich hoffe, dieser Arschtritt hat dir gut getan. Schreib mir in die Kommentare, wo deine Motivation gerade ist, was dein Warum überhaupt ist, warum du diese Challenge angefangen hast und welche Emotion du dir dahinter eigentlich wünschst und hinter welchen Emotionen du bist. Ist es Anerkennung? Ist es die Suche nach Ganzheit? Die Suche nach Heilung? Möchtest du wieder mit deinen Kindern spielen, unbeschwert? Also das Gefühl, diese Verbindung mit dieser Familie? Möchtest du wieder für deine Kinder da sein? Also was ist überhaupt deine Emotionen,
auf der du auf der Suche bist, warum du überhaupt diese Challenge angefangen hast. Schreib es uns in die Kommentare rein. Ich bin riesig neugierig und ich hoffe, dass du noch einiges aus dieser Challenge mitnehmen kannst. Ich danke dir, dass du auch auf diese Reise mitgehst, dass du auf mehr oder weniger auch auf meine Reise mitgehst. Und wir sehen uns beim nächsten Tag der Challenge. Ciao!